Jetzt bin ich in meinem Büro und die Modeschau fängt bald an. Ich gehe in die Sprecherkabine mit Owen und Henry und wir werden die Modeschau kommentieren. Naja, auf geht's. Jetzt sind wir hier an der Sprecherkabine bei der ersten Webster-Schredo-Modenschau. Wir haben zwei Modale namens Jakob und Jordan. Und jetzt kommen sie an dem Laufsteg entlang. Jordans Outfit ist eher lässig, aber das ist gut, weil es nicht so seltsam wie die oft von Modale getragene Kleidung ist. Jetzt geht er weg und jetzt kommt der Jakob. Wie findest du sein Outfit? Naja, sein Outfit ist auch lässig, aber vielleicht lässiger als Jordans. Es ist gut. Owen, du hast den Jacob gefragt, oder? Ja, jetzt schauen wir das an. Tragen Sie heute? Ich trage heute dieses. Warum tragen Sie das? Es ist Andrew repräsentiert die amerikanische Mode. Okay, danke. Interessant. Ich interessiere mich dafür, dass er glaubt, dass er die des amerikanischen Mode ist, weil ich finde, das ist. Ich finde das auch, dass es amerikanisch, aber es ist eine deutsche Firma. Aber es ist vielleicht amerikanisch, weil es nicht so modisch ist wie deutsche Kleidung. Deutsche und Deutscherinnen, sie tragen modische Kleidung als Amerikaner und Amerikanerinnen. Oder so, glaube ich. So habe ich gedacht. Aber naja, jetzt und ja, ich muss jetzt sagen, dass wir, als wir in der Sprecherkabine waren, haben wir vergessen, über die Befragung mit Jordan zu sprechen. Und jetzt müssen wir das anschauen. Und ja, jetzt schauen wir es an. Was tragen Sie heute? Ein blaues American Eagle Hemd und Jeans. Warum? Es ist mir fetzig. Danke. Cool. Ja, und ja, auf Wiedersehen.